Die Stadt Münster versus Mark Bellinghaus. Eine dicke, einstweilige Verfügung, die eigentlich nur aus meinen Schriften besteht, wie Sie sehen. Ja? Es ist von der Rechtsanwältin der Stadt Münster, Frau Marisa Michels, nicht viel dazugekommen. Es ist eigentlich alles meine Ideen und meine Gedanken, die da ausgedruckt wurden. Ich habe Frau Kostolmann und das Theater Münster hier bei der Polizeiwache des Friesenring, Polizeipräsidium Münster, angezeigt. Wir sind ja schließlich in einem waschechten Tatort Münster, denn was hier abgeht, wenn man das in einen Film packen würde, die Leute würden es nicht glauben. Es ist so. Der Fall Mollat hoch 10. So, ich habe jetzt nochmals Anzeige gestellt. Ich habe am 1.11. das Theater Münster und Frau Kostolmann angezeigt, wegen Gedankendiebstahls, wegen meiner Idee, wegen Plagiatsvorwürfen und vor allem auch, weil sie ihren Ehemann, Herrn Tollmein, Professor Dr. Tollmein, der ein Rechtsanwalt ist und der mich im Internet gejagt hat, wie der russische Geheimdienst. Man kann sich das nicht vorstellen. Er hat wirklich gelogen. Er hat Publizisten angerufen und hat behauptet, ich sei verrückt, ich würde lügen. Und ich wäre gefährlich. Das sind drei schwerwiegende Behauptungen von einem Rechtsanwalt, der sich Menschen und Rechte auf seine Kanzlei schreibt. Das muss man sich mal erstmal zergehen lassen auf der Zunge. Dieser Mann sollte eigentlich, er hat schon mal eine Strafanzeige vor mir und das ist schon mal ein guter Anfang, weil ich mir das nicht gefallen lassen muss, genauso wie ich mir nicht gefallen lassen muss, dass ein Schauspieldirektor eines Theaters mich mit schwuler Hitlerjude beschimpft. Das sind Rassismus, Homophobie und Irrsinn in drei Worten. Nur mal so nebenbei ausgedrückt. Und das hat noch ein Nachspiel, Herr Remzi Al-Khalisi und Frau Kostolmein. Ich lasse mich hier nicht verarschen von Ihnen und das wissen Sie. Ich habe für 390 Unterschriften auf einer Petition, die sich gegen Sie ausgesprochen hat und gegen die Weiterführung Ihrer Intendanz klar und deutlich ausgesprochen hat, habe ich geschafft mit viel, viel Arbeit. Ich habe die Leute angesprochen. Wie wissen Sie eigentlich, wie die Leute über Sie denken? Die sagen, Sie spielen das Haus leer, die haben kein Interesse mehr, die haben ihr Abo gekündigt. Was Sie da machen, das ist Schizophrenie auf der Bühne. Sie machen einfach, was Sie wollen. Und dann haben Sie sich noch mit einem Straftäter, der mich in den 80er Jahren als jungen Schauspieler mit 21 übelst missbraucht hat, Herrn Günther Behlitz, zusammengetan. Meinen Sie eigentlich, ich bin doof? Sie haben unseren ersten Ehrengast bei unserer ersten Demo mit Saturdays for Children, Herrn Martin Schmitz, in dieses Theaterstück Kinderhaus in Kinderhäuser involviert. Und das geht gar nicht. Herr Schmitz, Sie sollten sich wirklich schämen. Denn es gibt unter Missbrauchsopfern einen Ehrenkodex, aber den kennen Sie anscheinend nicht. Und deswegen wird Ihnen das auch noch übel aufstoßen, dass Sie bei dieser kriminellen Sache auch noch mitspielen. Es werden weitere Videos folgen. Dankeschön.